can't touch this. You can't touch this. Hallöchen, Freunde. Cool, dass ihr am Start seid zu einer neuen Folge Valheim. Wir müssen mal ein bisschen quatschen. Also, ich möchte euch ein bisschen von meinen Plänen erzählen, deswegen habe ich mich hier gerade mal ganz gemütlich hingesetzt, damit ich euch etwas berichten kann. Also, erstmal sorry für die letzten Tage. Ich weiß, es kam wieder nichts. Ich baller jetzt 2-3 Folgen hintereinander raus. Muss mal gucken, wie ich es schaffe. Der Grund dafür ist, dass ich gerade meinen Dachboden ausbaue. Und zwar habe ich euch ja schon vor, weiß gar nicht wie vielen Folgen mal erzählt, dass ich Bock hätte auf Twitch und so weiter. Und ich habe das natürlich immer noch. Ich weiß, es hat jetzt ein bisschen gedauert. Auch Queen, an dich nochmal persönlich. Ich hatte ja auch in den Kommentar geschrieben, diese Woche müsste es soweit sein. Ja, ist wieder nichts gekommen. Der Grund dafür ist ganz einfach, dass das mit meinem Kind alles ein bisschen blöd ist. Weil der Raum hier, in dem ich sitze und zocke, ist genau neben dem Kinderzimmer. Und ich habe halt überlegt, ja, Twitch-Stream wird bei mir nur abends funktionieren. Ich bin halt tagsüber arbeiten und selbst wenn ich frei habe, muss ich auf Kind aufpassen und so weiter. Von daher geht das prinzipiell erst abends, wenn mein Kleiner halt schläft. Ja, und dann ist halt ein bisschen kacke, weil das Zimmer halt genau nebenan ist. Wenn der Kleine halt schreit und das passiert zurzeit öfter mal, dass er abends halt immer mal wieder wach wird und rumplegt. Ja, dann habt ihr das hier mit in der Aufnahme drin oder im Stream hört ihr dann halt Kindergeschrei. Ist für euch nicht so geil, ist für mich auch nicht so geil, weil dann kannst du dich auch nicht ordentlich konzentrieren, wenn es dir hier die Ohren voll schreit. Ja, drum habe ich jetzt eine ganze Zeit lang hin und her überlegt und habe mir gedacht, ey, was machst du am besten, ne? Hat er erst überlegt, mache ich es doch an meinen freien Tagen und dann nur nachmittags, wenn meine Frau halt unten ist mit dem Kleinen. So mache ich es aktuell immer mit einem Aufnehmen. Sie ist halt unten eine untere Etage, das hört man dann halt nicht hier in der Aufnahme. Ja, und dann dachte ich mir aber irgendwie oder bin im Endeffekt dann darauf gekommen zu sagen, nee, das ist scheiße, das bringt nichts. Also ich will jetzt auch nicht Streams nur irgendwie an ganz bestimmten Tagen machen können und nur in einem bestimmten Zeitraum, das macht alles keinen Sinn. Ich habe halt Bock, einerseits Open-End-Streams zu machen, also anfangen zu zocken, gucken, wie es läuft. Ah, ich habe was ins Auge gekriegt, geil. Ja, gucken, wie es halt läuft und jetzt nicht direkt nach einem strikten Zeitplan zu sagen, oh nee, ich kann heute nur 2 Stunden und das ist halt auch irgendwie alles Mist. Deswegen hoffe ich, dass ihr mir verzeiht und dass ihr mir verzeiht, dass ich hier schon wieder fast 3 Minuten lang quatsche. Ja, Endergebnis ist, ich baue gerade meinen Dachboden aus, werde mir da oben einen neuen Gaming Room basteln. Das wird mega geil, auch für euch. Einerseits wird die View nochmal deutlich geiler als das, was ihr hier jetzt seht, weil den Raum hier teile ich mir so ein bisschen mit meiner Freundin ein. Hier auf der Seite so, ja, kurz nach Bildende, sage ich mal, kommt halt so ein Vorhang und dahinter ist halt so ihr Büro. Und deswegen ist jetzt, ja, es sieht zwar schon nicht schlecht aus, aber man hat halt, ich habe halt nicht viel Platz, sage ich mal, um euch irgendwie was Cooles zu zeigen. Und akustisch wird es auch nochmal besser, weil ich da noch ein bisschen mehr Dämmungen so ranhaue, als ich jetzt hier schon habe. Großer Raum, kann ich mir richtig geil machen, kann den generell komplett so gestalten, wie ich will. Jo, und hab halt meine Ruhe da oben und kann da halt abends auch mal rumschreien, weil geht ja nicht nur darum, dass mein Kleiner vielleicht laut werden könnte, sondern ich selber kann halt dann auch einfach mal, ja, etwas lauter werden, sagen wir es mal so, ohne dass ich Angst haben muss, dass mein kleiner Sohnemann wach wird. Ich hoffe, ihr versteht das. Ich denke mal, je nachdem wie es läuft, wird es hoffentlich im März fertig. Ich hatte jetzt die letzten Tage halt meinen Bruder dabei, weil, ja, Frau muss halt aufs Kind aufpassen oder wenn ich aufs Kind aufpasse, ist halt Frau am Start und ja, so kann man halt nie irgendwie was zusammen machen. Also gerade so handwerkliche Sachen, das musste halt komplett ausgebaut werden da oben. Mit Dämmung und Trockenbau und ja, schraub mal alleine eine 2 Meter Trockenbauplatte an die Wand oder an die Decke. Wand geht vielleicht noch, aber an die Decke macht sich schwierig. Ja, deswegen habe ich mein liebes Bruderherz hierher geholt. Meine Familie wohnt ja ein Stück weiter entfernt. Deswegen ist das nicht immer so einfach mal zu sagen, komm, komm mal schnell rum, wir machen mal was. Ja, und da war er jetzt 3 Tage hier, wir haben da 3 Tage da oben ohne Ende gearbeitet, damit es vorangeht. Deswegen ist hier leider nichts passiert. So, ich hoffe, ihr könnt es ein bisschen verstehen und freut euch aber auch drauf auf ein neues Zimmer, was ihr hier sehen könnt dann irgendwann. Und auf geile Streams. So, genug gequatscht. Ich denke, ihr wisst, was ich meine und was ich euch damit sagen möchte. Es tut mir leid, dass es so lange dauert. Aber ich möchte es halt, wenn dann auch ordentlich haben. Und halt nicht irgendwie nur an bestimmten Tagen, wenn meine Frau mit dem Kleinen irgendwie unterwegs ist, hier sitzen und dann nach 2 Stunden, na, nein, wir müssen jetzt aufhören, das ist alles Mist so. Na, man fühlt sich auch einfach nicht wohl, wenn du weißt, das Kind schläft gleich nebenan, die Wände sind nicht so dick, dann macht man automatisch immer ein bisschen leiser und ruhiger und ihr wisst schon, das ist irgendwie alles nicht so geil und deswegen habe ich mich dazu entschieden,
Wir lassen das mit Twitch jetzt erstmal, bis das da oben fertig ist. Ich hoffe, im März ist es soweit. Also Ende März, denke ich. Sollte ich es geschafft haben, es dauert halt immer lange, weil ich kann immer nur was alleine machen. Weil einer von uns beiden halt sonst immer aufs Kind aufpassen muss. Jo. Also, hoffentlich Ende März fertig damit. Dann haben wir ein neues geiles Zimmer. Eine geile View. Eine geile Akustik. Und können dann anfangen mit Twitch-Streams. So, tut mir leid, ich habe jetzt 5 Minuten gequatscht, aber ich wollte es euch erklären. Halt auch, weil, warum auch jetzt die letzten Folgen keine Tage. Die letzten Folgen keine Tage kamen. Genau. Ihr wisst schon. So. Ich habe mich dazu entschieden. Achso, Moment. Ich hatte einen Kommentar, dass ich ein richtiger Vollidiot bin, weil die Schmiede ist auf der 5 und die geht bis auf die 7. Krass, oder? Ich habe das gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Ich dachte, ich bin hier auf Maximum, aber bin ich anscheinend nicht. Einerseits, also danke für den Kommentar, wäre mir nie aufgefallen. Ich hätte das Spiel wahrscheinlich beendet mit Werkbankstufe 5. Einerseits müssen wir hier so einen Wetzstein herstellen und dann fehlt uns noch das Werkzeugregal. Aber wir beide, wir haben ja ein bisschen hin und her geschrieben in den Kommentaren, wir haben auch beide gerätselt, was soll sich jetzt noch freischalten? Ich kann es mir selber nicht erklären, ich weiß nicht, was noch fehlt. Aber ich würde sagen, wir gucken einfach mal. Wie viel haben wir hier? 42, perfekt. Dann holen wir uns mal einen Wetzstein. Ich bin echt gespannt, was jetzt passiert. Also, wir werden die Folge die Schmiede verbessern und dann gehen wir ein bisschen Silber sammeln. Zack, her damit. Schleifscheibe, genau, das Ding brauchen wir nämlich. Ich hatte auch noch einen Kommentar zwecks unserem Kistenproblem. Ach so, stimmt, ich habe euch noch gar nicht gezeigt. Moment, Moment, Entschuldigung, ist schon wieder so viele Tage her. Ich hatte einen Kommentar, wir könnten eigentlich auch die Schwarzmetallkisten bauen. Die Dinger hier, die haben halt deutlich mehr Platz. Das Problem ist, die sind etwas größer als die anderen hier drüben. Und dann kriege ich das wieder hier alles nicht ordentlich rein. Da müsste ich die Schilder umhängen und so weiter, weil die sind halt doch nochmal ein Stück breiter. Und da hatte ich keinen Bock drauf. Und genau deswegen habe ich jetzt hier oben nochmal ein paar Truhen hingezimmert, so mit Sachen, die wir eigentlich relativ selten brauchen oder relativ selten sammeln. Und habe somit hier wieder ein bisschen Platz geschafft. Hier sind ein paar neue Kisten dazugekommen, also nicht neue Kisten, aber neue Beschriftungen. Ich werde wahrscheinlich in den nächsten Folgen wieder etwas, suchen und rumheulen, weil ich alles ein bisschen umgebastelt habe. Hier drüben ist nicht ganz so viel passiert, aber auch ein bisschen was. Jo, und ansonsten war es das, glaube ich, auch schon, was ich noch gemacht habe. So, komm, wir basteln. Einmal Dings. Wo haben wir die Schleifscheibe? Amboss, Dings, Dings, Dings. Wo ist sie denn? Handwerkstisch, Steinmetz. Dechsel. Das haben wir alles schon. Wo ist denn die Schleifscheibe? Nee, Spinnrad. Hier. Mensch, ich bin aber auch blind. 25 Holz. Ja, jetzt haben wir endlich wieder Platz. Das wurde echt dringend Zeit. Ich glaube, ich habe noch ein paar Lebensmittel und so hergestellt. Ja, die Zwiebelsuppe, glaube ich, und ja, noch ein paar andere Sachen, aber nicht viel. Also jetzt nichts Weltbewegendes. So, Schleifscheibe, da ist sie. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich sie hier alles noch hinräumen soll, ehrlich gesagt. Es darf halt auch nicht so weit weg sein. Wir müssen es jetzt erstmal hier hinstellen. Schmiedestufe 6. Wir können doch jetzt hier nicht noch auf Stufe 5, ne? Ne, es ist Max-Qualität. Definitiv, also das wäre es jetzt gewesen. Ich freue mich, dass alles voll ist. Und dann können wir jetzt mit Stufe 7, wenn wir noch eins mit dran basteln, auf einmal hier alles auf Stufe 6 upgraden. Das wäre natürlich ärgerlich gewesen, aber es hat sich nichts weiter freigeschalten. Jetzt müssen wir mal gucken, das Werkzeugregal, das Ding hier fehlt noch. 15 Eisen, 10 Holz. Na gut, da gucken wir mal. Boah, da ist schon wieder so viel weg. Will ich das jetzt bauen? Haben wir schon wieder so viel Eisen? Verballert ich, wir hatten noch voll viel gesammelt. War anscheinend schon, für die Eisengitter und so, ne? Jetzt lasst mal ganz kurz überlegen. Ich möchte halt mit euch ein bisschen Silber sammeln, damit wir das Schwarzmetallschild... Nee, Moment. Damit wir den Twogger Fangzahn nach oben kriegen. Bei dem würde ich ganz gerne noch maxen. Das Schwarzmetallschild müssen wir definitiv auch noch machen. Schwarzmetall haben wir. Ketten könnten... Na, ein paar haben wir noch, aber könnte knapp werden. Wie viel brauchen wir jetzt genau? Ach so, und guck mal. Frostner ja auch noch. Also wir brauchen ohne Ende Silber. Oh, 30 Silber, alter Schwede. Aber wir brauchen dafür prinzipiell erstmal kein Eisen, ne? Ja, komm.
Wir machen jetzt die Schmiede auf Max. Was war's noch? 10 Holz. Ich glaube, die sind noch genau in der Kiste drin, ne? Perfekt. Ja, ich möchte das gerne auf Max haben. Also Frostner, das Schild und den Torger Fangzahn. Weil wir müssen dann früher oder später unbedingt auch noch zum letzten Boss. Der wartet auf uns. Und da will ich alles auf Max haben. Ich denke, das kann man nachvollziehen. Ah, guck mal, geil. Das können wir hier dranhängen. Perfekt, jetzt haben wir Stufe... Schmiedestufe 7. Aber gebracht hat's gar nichts, ne? Gute Frage. Also wenn es irgendjemand von euch draußen weiß, wozu Stufe 6 und 7 noch da sind, dann sagt's mir gerne. Ist ja jetzt auch nicht so, dass durch die Stufe irgendwie die Verbesserungen günstiger werden, ne? Nee, auf keinen Fall. Also prinzipiell gar nicht so schlimm, dass ich es nicht gemacht habe. Ist die Frage, ob wir jetzt umsonst 15 Eisen rausgehauen haben, aber wenn, dann will ich es auch auf Max haben. Och, nö. Ich wollte gerade schlafen gehen. Ach ja. Ah, wartet mal, mir fällt gerade was auf. Entschuldigung. Zack. Zwei Lampen vergessen. So. Ach so, da kriegt man wieder ordentlich Sortlingkerne. Wir haben bloß keine Pfeile. Das ist natürlich schlecht. Aber es sieht geil aus, ne? Komm, wir machen die weg, dann kriegen wir gleich ein paar Sortlingkerne ran. Pfeile haben jetzt auch eine extra Kiste. Müssen auch bald wieder Pfeile basteln. Dann gehen wir jetzt diese und vielleicht auch noch nächste Folge mal ein bisschen Silber sammeln, dass wir den ganzen Spaß hochkriegen. Dann machen wir wieder ein paar Baufolgen und dann würde ich sagen, früher oder später... Oh, geil. Vergiftung ballert rein. Ja, und dann früher oder später Endboss machen. Da kommen wir nicht drum herum. Ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden, was den neuen Gaming Room angeht. Und wann dann das erste Mal auf Twitch was kommen wird. Also ich gebe euch da wirklich Bescheid. Ich sag mal so, ich werde dann höchstwahrscheinlich erstmal so 2 Tage die Woche. Da mache ich aber auch fixe Tage draus, also dass das immer dieselben sind. Sonst führt das ja voll zur Verwirrung, wenn du jede Woche irgendwie was anderes machst. Jo, und dann denke ich mal abends. Ich würde mal so grob sagen, ab 20 Uhr, 20.30 Uhr. Ja, vielleicht eher 20.30 Uhr, aller spätestens 21 Uhr. Sollte es passen. Und dann machen wir das mal 2 Tage die Woche und gucken uns einfach mal ein bisschen an, wie das läuft. Ey, guck mal, das war ja easy. Und richtig viele Sortlingkerne und Kohle bekommen. Auch nicht schlecht. Kommen hier noch mehr? Ich glaube, das Spiel hat nicht damit gerechnet, dass die so schnell weg sind. Jetzt haben wir hier oben noch ein bisschen... Ah, da haben wir es. Okay, war ja easy. Kann gerne öfter kommen. Brauchen wir ja gar keine Sortlingkerne mehr farmen. Wie viel haben wir bekommen? 3 Stück? Das waren noch mehr als 3 Gegner. Vielleicht liegt hier unten noch was, aber ich glaube hier... Da oben ist noch einer abgebrannt. Lässt vielleicht nicht jeder eins fallen. Na gut. Jetzt müssen wir gucken. Jetzt müssen wir hier oben wieder rüberspringen. Jo, dann gehen wir jetzt mal eine Runde pennen. Ich würde mir ganz gerne noch Knochenwanst holen. So, ich weiß gar nicht. War ich noch Holz sammeln? Ach, sorry Leute, ich weiß es nicht mehr. Wenn ja, dann werdet ihr es schon sehen. Ist jetzt halt echt, weiß gar nicht, 5 Tage her. Guck mal, noch eine Sortling-Trophäe bekommen. Geil. So, zack, hier, Moltebeeren haben jetzt auch eine eigene Dings bekommen. Oder? Warte mal, irgendwo habe ich Brechbeeren reingehauen. Hier unten, genau, die haben eine eigene bekommen. So, Fleisch, Harz können wir gleich hier reinballern. Und hier noch ein bisschen. Perfekt, so, Holz und Leder. 35 Kohle, ne? Das ist mir eigentlich noch viel mehr wert als die Sortlingkerne. 15 Ketten haben wir. 5 hat die eine... Ne, 4 hat das Schild gekostet. Und dann wären es wahrscheinlich 8 oder 10 wären. Also 2 Verbesserungen können wir machen. Denke ich mal, dann müssten wir es hinkriegen, das Schwarzmetall-Schild voll zu kriegen. So, Knochen, Knochen, Knochen. Holz und Stein. Ne, warte mal. Jetzt haben wir Stein, haben wir jetzt mit hier drüben. Hier sind die ganzen Rohstoffe. Stein, die Kohle packe ich dann gleich noch weg. Nixon Schwanz Trophäe.
Nixenschwanz-Trophäe. So, zack, komm, ein Holz können wir einstecken lassen, passt. Und ab geht's pennen. Ach ja, Bett steht jetzt hier drüben, damit wir hier Platz haben. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ich habe echt Bock auf Twitch. Liegt jetzt echt nicht so, dass an mir, sage ich mal, dass ich jetzt sage, ich schiebe das irgendwie raus, weil kein Bock oder so. Nee, auf gar keinen Fall. Ich fand es auch cool. Viele von euch haben geschrieben, hey, wann ist es endlich soweit? Und ich schalte auf jeden Fall ein und guck immer mal, ob du online bist und so. Ey, tausend Dank. Das freut mich ohne Ende, dass ihr da auch so Bock drauf habt. Alter Schwede, was ist denn hier draußen los? So, Kohle noch weg. Na komm, das eine Holz packen wir schnell auch noch weg. Und wir brauchen mal noch was Geileres als Nixenschwänze. Wir haben doch noch irgendwas. Ich habe doch ein bisschen was gemacht. Also Würste habe ich ohne Ende gemacht. Jetzt haben wir noch Zwiebelsuppe. Wie war das mit den Moltebeeren? Ah, die sind okay. So, dann haben wir das. Dann haben wir das. Perfekt. Kohle noch weg. Und, ah, warte, Wünschelrute. Haben wir jetzt hier so ein Gadgets. Eine Gadget-Truhe. Zack, ich habe hier auch endlich den Scheiß mal hier oben rausgenommen. Dann passiert es mir einerseits nicht, dass ich das andauernd ausziehe und wir haben hier oben zwei Plätze mehr. Ja, den Reif lassen wir erstmal. Okay. So, let's go. Knochenwanst holen. Und dann geht's sammeln. Natürlich wieder bestes Wetter heute. So, Opfersteine. Kann man kaum lesen bei der Dunkelheit. Ja, also ich freue mich auf jeden Fall ohne Ende drauf. Ich hoffe wirklich, dass ich es noch fertig kriege. Es ist halt echt viel zu tun. Es müssen noch Steckdosen gezogen werden. Trockenbau auch noch nicht komplett fertig. Da fehlen noch zwei Seiten. Da habe ich jetzt schon die ersten Profile dran, dass ich die Trockenbauwände ranschrauben kann. Dann generell halt natürlich noch alles einrichten. Aber ich bin motiviert. Und wie ihr alle wisst, Motivation kann viel machen, dass man da echt hinterher ist und jede freie Minute dafür opfert. Und deswegen denke ich mal, Ende März sollte es passen. Boah, ich habe so Bock. Also gerade auch das Zimmer einzurichten. Es soll halt wirklich eine richtig geile View werden. Was hier so Kamera und so angeht. Und ich habe da schon eine Menge Pläne. Mal gucken, vielleicht haue ich auch ab und zu mal so ein Kurzvideo raus, wie es vorangeht mit dem Raum. Weiß nicht, hättet ihr Bock drauf? Fiel mir jetzt gerade mal so spontan ein. Und ich könnte auch ab und zu einfach mal ein kurzes Video machen und zeigen, hey Leute, das ist jetzt passiert, das mache ich jetzt, guck mal, das werde ich so machen. Vielleicht machen wir es auch so, mal gucken. Ihr könnt mir ja gerne mal schreiben. So, jetzt müssen wir mal gucken. Wir wollen ins Gebirge. Das Gebirge hier unten. Wir haben hier noch Silber markiert. Aber die Sache ist, guck mal, hier oben bei der Mutti. Hier haben wir noch Silber markiert. Und da müssen wir doch einfach nur zu den Ebenen, genau. Wollen wir nochmal kurz nach Loxi gucken? Ah, jetzt sind schon wieder knapp 19 Minuten rum. Ah, es war mal wichtig, dass ich mit euch mal auch ein bisschen drüber quatsche. Was so die Pläne sind. Jawohl, das Flachs ist alles fertig. Oh nein, ist das unsere gute Loxi? Ne, ist nicht unsere gute Loxi. Ach, eigentlich will ich die nicht killen. Ne, wir müssen wegrennen. Ich wollte nochmal nach Loxi gucken. Nach Menno. Müssen wir das später machen? Ich glaube, wir müssen die ja bald fertig haben. Loksattel hatten wir auch schon hergestellt. Einfach nur noch drauf und los geht's. Ja, komm. Er wird jetzt wahrscheinlich das ganze Flachs abernten. Ja, was willst du machen? So, das ist ungefähr der richtige Kurs. Brauchen wir auf jeden Fall eine ganze Menge Silber. Wird wahrscheinlich eine Ader nicht reichen. Mal gucken, ich weiß gar nicht mehr, wie viel so eine Ader so im Durchschnitt rausgeworfen hat. Wir waren ewig nicht im Gebirge. Ach so, habe ich hier Kälteresistenz? Ja, habe ich. Perfekt. Aber was ich auch mal wieder sagen muss, Iron Gate lässt sich mit dem nächsten Update, was jetzt irgendwie mal kommen wird, doch schon ganz schön viel Zeit. Also,
Es hieß ja so von Entwicklerseite, die werden jetzt öfter mal kleinere Content-Patches bringen, um die Spieler halt einfach bei Laune zu halten. Aua. Oh, geil getroffen. Ausdauer verkackt. Ach, na klar, gleich zwei. Ich weiß gar nicht, kann man die perfekt blocken? Geht das? Auch noch nie probiert, oder? Guck mal. Zack. Nee. Ja, wäre auch komisch, ne? Aber mit Pfeilen geht's ja, ne? Wenn ich die perfekt blocke, dann taumeln die Gegner ja trotzdem. Vielleicht habe ich auch einfach nicht getroffen. So, komm. Ja, also eigentlich hieß ja von Entwicklerseite, es kommen jetzt öfter mal kleine Content-Patches, so wie das letzte, wo die Wurzelrüstung kam und die Monstrosität. Und ich habe mich da auch drauf gefreut, weil ab und zu mal wieder was Kleines Neues. Ich meine, klar, so Riesen-Updates brauchen ihre Zeit und... Mensch, was ist denn? Ich komme hier nicht mehr hoch, weil die Ausdauer verkackt. Wir haben natürlich auch gar keinen Trank mit. Ach, Leute. Ey, wir müssen uns jetzt erstmal um die Drachen kümmern. Ich habe gar keinen Bock auf euch. Alter, wie viele sind denn hier? Mann, jetzt wäre man langsam schon ein bisschen schwach auf der Brust. Ja, aber irgendwie nicht so wirklich. Das letzte Update kam am 14.12. Das sind jetzt 2,5 Monate. So ziemlich genau. Ja, schade. Auf die großen Updates warte ich gerne ein Weilchen. Ich meine, viele Spieler haben es auch schon aufgegeben. Ich kann es auch verstehen. Guck mal, wie lange das Spiel draußen ist. Klar, man muss Verständnis haben, weil halt Early Access und so und Riesenhype und alles gut. Also ich bin da nicht böse. Bei mir hier passt es ja wirklich gut. Die ganzen Updates kamen alle rein, bevor wir auch nur annähernd irgendwie am Ende waren vom Spiel. Weil es halt hier im Let's Play doch alles ein bisschen länger dauert, als wenn man es jetzt nur privat zockt und dann halt auch jeden Abend irgendwie 3-4 Stunden. Schaut mal, ich habe am Anfang jeden Tag eine Folge gebracht, aber da habe ich jeden Tag eine halbe Stunde gespielt. Wenn du natürlich jetzt privat zockst, dann ist das ja immer nochmal was anderes. Dann haust dich halt abends hin und zockst halt mal 4-5 Stunden. Deswegen kann ich verstehen, viele Spieler sind auf jeden Fall schon weg und die werden es wahrscheinlich gar nicht mehr mitbekommen, wenn hier ein Update rauskommt. Aber ich muss sagen, ich finde es trotzdem ein bisschen schade, dass jetzt seit 2,5 Monaten schon wieder so gar nichts kam. Außer der Soundtrack, der wurde, glaube ich, auf Spotify veröffentlicht. Aber ja, okay, das bringt mir als Spieler jetzt nicht so viel. Guck mal, wir haben hier noch ein Ei. So, man müsste die Wünschelrute eventuell auch aktivieren, ne? Ja, von daher hoffe ich doch, dass bald mal was kommen wird. Weil wenn wir jetzt den Endboss besiegen in den nächsten 5-6 Folgen vielleicht, dann sind wir prinzipiell auch schon durch. Ich meine, wir können auch eine ganze Menge am Haus basteln und das werde ich auch tun, aber irgendwann ist das halt auch mal vorbei. Oh, hier fängt es an zu piepen. Welche Richtung? Scheint noch ganz weit weg. Ich bin hier aber auch wieder den beschissensten Weg hochgelaufen, den es gab, ne? Ich glaube, wir laufen in die falsche Richtung. Aber eigentlich will ich auch nur zu dem Silber, was ich schon gefunden habe. Ach, jetzt sag bloß, ich komme hier gar nicht hoch. Vielen Dank für Schneesturm. Ja, mal gucken. Ich hoffe doch sehr, es kommt bald was. Weil es wäre schade. Weil ich will jetzt auch nicht, wenn wir jetzt mit allem durch sind und nach Haus dekoriert und fertig und was noch so auf dem Plan stand, dann einfach nur sinnlos mit euch die Zeit vertreiben und noch mehr Gebäude bauen, die ich gar nicht brauche oder ihr wisst schon. Das ist nicht Sinn und Zweck der ganzen Geschichte. Und es wäre schade, wenn wir dann halt erstmal aufhören müssen und dann 3 Monate später wieder mit anfangen, weil der Hype ist da, immer noch bei mir. Ich will nicht, dass es aufhört. So, komm. Wir laufen irgendwie weg davon. Hier ist halt auch so beschissenes Gelände. Ah, ich glaube jetzt... Ne, es wird weniger. Irgendwo ist ein Drache. Hier hochlaufe. Ja. Komm schon. Wo bist du? Aua. Siehst im Schneesturm auch fast gar nicht, ne? Kickt die Vergiftung noch rein? Natürlich nicht.
Mann, was mache ich denn? Leute, nein! Leute! Mensch, jetzt nimm das Ding doch in die Hand. Ungefähr so lief mein erstes Mal. Mann! Hier wird's wieder weniger, oder? Wo soll ich denn hin? Hier wird's weniger. Hier wird's schon mehr. In welche Richtung? Boah, Leute. Bisschen kompliziert heute. Ey, guck mal, eine Drüse. Hier wird's deutlich weniger. Nee, das muss schon oben sein. Hier kommen ja dann auch nur Schräge. Hier kann ich ja schlecht Zeug rauskloppen. Hier ist da auch nichts mehr. Na, nö. Also hier oben? Oder doch irgendwie hier? Jetzt in die Richtung lauf jetzt auch weniger, ne? Hier ist ja fast gar nichts mehr. Nee, irgendwie muss das schon hier oben sein. Aber hier ja noch nicht. Eigentlich, was mache ich denn eigentlich? Mann, eigentlich flippt das doch dann komplett aus, ne? Ganz lange nicht mehr gemacht. Ich grab jetzt einfach mal und guck mal, ob wir irgendwas finden. Aber ich glaube, dass doch sonst eigentlich immer so richtig ausgeflippt ist. Hier im Berg drin. Ist das schon? Ne, das ist Stein, ne? Das ist Stein. Wir müssen ja ganz nah dran stehen. Irgendwo hier muss es sein. Nicht wieder ein Drache, ne? Wir sind noch nicht nah genug dran. Ach, Menno, ganz ehrlich, das nervt mich gerade. Entschuldigung, aber ich wollte mit euch einfach ein bisschen schnell Silber sammeln und irgendwie ist das hier so eine beschissene Stelle. Hier oben drauf kannst du auch nicht sein. Ach doch, hier oben. Ach, komm. Ich wollte es jetzt eigentlich einfach markiert lassen und zu der anderen Stelle. Jetzt müssen wir uns aber erstmal um den Drachen kümmern. Die gehen mir gerade richtig auf die Nerven. Natürlich nicht getroffen. Ja, wer macht denn hier oben eine Silberader rein? So, na gut, dann haben wir es hier. Anscheinend. Oder ist es ganz oben drauf? Das wäre natürlich noch beschissener. Hier ist schon am meisten. Das ist ja alles Stein. Das kann ja nicht im Stein drin sein. Vielleicht unten auf dem Boden oder ist das? Ach, Wolf. Vielleicht hier. Oh, nicht noch ein Drache. Mal ganz im Ernst, was ist denn hier los? Warum nimmt er es denn nicht? Jetzt. Entschuldigung, nervt mich gerade. Wir sind schon wieder bei 29 Minuten, haben keinen Silber gesammelt. Setz das Ding mal wieder auf. Ja, okay, jetzt müsste es gleich kommen. Da ist die Silberader. Jawohl. Na komm, da haben wir zumindest das erste Silber in der Folge noch. Aber so viele Drachen, glaube ich, auch noch nicht gehabt in der Nähe. Wo ist er denn? Da. Zack. Menno, komm, haben wir jetzt schon das erste Silber? Nee, einen Silber mit euch möchte ich unbedingt noch sammeln. Vorher mache ich hier nicht Schluss. Komm, gib her, bam, da haben wir das erste Silber. Jo, Leute, war ein bisschen viel Gequatsche und so, aber war halt auch mal wichtig, um euch da auf dem Laufenden zu halten. Lasst mir, wie gesagt, gerne ein paar Kommentare da, was ihr davon haltet. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen 19 Uhr wieder. 2 bis 3 Folgen werde ich jetzt hintereinander raushauen, als kleine Entschuldigung. Bis dahin, macht's gut. You can't touch this. Can't touch this.